Gegeben sind zwei parallele Strecken AB und ED, wie in der ungenauen nebenstehenden Abbildung. Der Punkt C ist der Schnittpunkt von der Strecke AD und der Strecke BE. Und die Distanz zwischen A und B beträgt 40, die Distanz zwischen D und E beträgt 160, die Distanz zwischen B und C beträgt 20 und die Distanz zwischen A und C beträgt 24. Frage: Wie lang ist die Strecke AD? Wir suchen also die Länge von dieser roten Strecke AD. Diese beiden Magentawinkel sind innere Wechselwinkel und haben also dieselbe Öffnung. Diese zwei grünen Winkel sind ebenfalls innere Wechselwinkel und haben also dieselbe Öffnung. Diese zwei blauen Winkel sind Scheitelwinkel und haben dieselbe Öffnung. Demzufolge gilt, dass das Dreieck ABC ähnlich ist zum Dreieck EDC. Diese zwei Dreiecke sind also ähnlich, woraus wir schließen, dass groß DC geteilt durch klein AC gleich ist zu groß DE geteilt durch klein AB, also so. Diese Zahl, Distanz zwischen A und C, teilt links vom Ist-Zeichen, die setzen wir rechts rüber, wo sie multiplizieren wird, und dann ersetzen wir diese drei Distanzen durch die bekannten Werte. 160 geteilt durch 40, das macht 4. Und 4 mal 24, das macht 96. Aber Vorsicht, nicht B als richtige Antwort wählen, denn gefragt wird die Distanz zwischen A und D. Diese 96, das ist die Distanz zwischen D und C. Die Distanz zwischen A und D finden wir durch diese Distanz 24 plus diese Distanz 96. Und 24 plus 96, das macht 120. Demzufolge ist Antwort D die richtige.